Ja, die besten Ideen kommen einem ja bekanntlicherweise auf dem stillen Örtchen. Und ich glaube, ich leg hier gerade einen Cash. Und in dieser Folge Geobastards zeige ich euch mal einen richtig beschissenen Cash. Also, den suche ich nicht, sondern ich hatte eine Idee für einen Cash und ich zeige euch jetzt, wie man den richtig baut. Der ist garantiert muggelfrei. Also, unmuggelbar. Wie immer man den nennt. Ich bin gerade dabei, ihm den letzten Feinschliff zu geben. Ja, ich glaube, jetzt fertig. So, willkommen bei Wixi TV. Das ist der Cache. Und wie man so einen Cache baut, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß. Also, man braucht dafür eine so eine Flaschen und noch so eine Flasche da. So, und das Sanitär-Silikon. Ja, das ist eigentlich so das Grundmaterial, was man ja, dafür Als braucht. nächstes Nimmt man die Decke ab, schön abfeilen hier so, da so feilen. Und dann hat man die beiden Deckel so. So, hier abgemacht, abgefeilt habe ich die auch noch. Ja, das kann Müll. So, und die kleben wir dann unzertrennlich zusammen. So, mit einer handelsüblichen Heißklebepistole habe ich das jetzt hier so rangeklebt. Da sieht man. Dann habe ich das Logo, damit man auch nicht unbedingt Schleichwerbung macht, noch ein bisschen weggekratzt. Ja, und jetzt haben wir den Behälter, der schon so ein bisschen ja, Kackerfarbe hat. So, um den Scheißhaufen richtig drauf zu gestalten auf dem Cache, habe ich jetzt hier in einem Stück dicke Pappe, das sind so ja, paar Millimeter, habe ich jetzt ein Loch reingeschnitten, was ich vorher abgezeichnet habe. Und da drücke ich jetzt den Cache bis zur Klebelinie durch, so. Wo ist er drin? Und jetzt kann ich hier schön aufscheißen. Jetzt habe ich hier eine Silikonspritzpistole. Als erstes, was wir machen müssen, ist mit einer Zange geht es am besten, die Öffnung ein bisschen größer machen. Ups. Ups, geht doch nicht. Nehmen wir eine Stere. So, weil für eine richtig dicke, saftige Wurst muss das größer sein. Und jetzt ziehen wir einmal am Rand, man muss damit so pumpen, pumpen wir das hier raus. Und ziehen eine Kackwurst da lang. Die muss nicht perfekt aussehen, weil perfekte Scheiße gibt es nicht. Wichtig ist immer abkneifen nach oben, damit es dann richtig schön gupsig aussieht. Jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen die Scheißform. Jetzt können wir noch ein Stück Holz nehmen und ein bisschen die Lücken hier so verbinden. Scheiße ist ja sowieso nicht immer symmetrisch. Können wir sowieso mal gucken, ein bisschen kann man zum Beispiel auch noch kleine Bröckchen reinmachen oder so, damit es halt sehr authentisch aussieht. Das sieht schon fast ein bisschen zu schön aus für Kacke. Mal hier noch ein bisschen so schön verschmieren. So. Wenn das Silikon nachher trocken ist. Ach man, mir ist das echt zu anstrengend, so zu quatschen. Also, wenn das Silikon nachher trocken ist, dann kann man
Da auch noch diese kleinen Fitze abschneiden. Das lassen wir jetzt erstmal trocknen. So, als nächstes mit Acrylspray einsprühen. Hier zu viel, zu wenig. Dadurch, dass die Masse ja nicht starrig ist, sondern ziemlich weich, bin ich mal gespannt, ob das nicht abbröckelt. Ja, und dann heißt es erstmal wieder trocknen lassen und dann denke ich nur noch anmalen. Ich bin die Scheiße. So richtig scheiße. Ich bin die Scheiße. So richtig scheiße. Last but not least ist Klarlack. Jetzt hauen wir einfach nochmal mit Klarlack auf den Scheißhaufen hier rauf. Und dann ist er fertig. Gibt ihm nochmal einen richtig schönen Glanz. Die frische, schissene, feuchte Scheiße. So richtig scheiße. Ja, und das ist der beschissene Cache, den könnt ihr jetzt alle selber bauen, aber diesen Cache könnt ihr auch gewinnen. Ich verlose den hier unter meinen Abonnenten. Ihr müsst Abonnent sein, das Video liken und dann schreibt ihr in den Kommentar, dass ihr das haben wollt und schickt eine E-Mail an geobastards@gmx.de. Jetzt nochmal auf Deutsch. Eine E-Mail an geobastards@gmx.de. Ja, und wenn ihr das dann gemacht habt, könnt ihr die Scheiße bei euch in der Homezone legen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Kessjagd und viel Spaß im Wald. Und nicht vergessen, wieder nächste Woche einschalten bei Wixi TV. Und nee, Fixi TV? Mixi TV. Ja, gut, okay. Genug mit dem Veralbern. Nimmst mir nicht übel, Mixi, Mixi. Aber du hast schon einen sehr komischen Akzent. Ja, und alles weitere dann in der nächsten Folge Geobastards. Da werde ich dir nochmal mal sagen, wer das Ding hier geschickt bekommt. Wie gesagt, E-Mail mit eurer Adresse dann an geobastards@gmx.de. Video liken, Abonnent sein, kommentieren, dass ihr das Ding haben wollt und dann schicke ich es euch. Ja, das wäre soweit alles. Das war mal ein kurzes Video. Ich wünsche euch noch eine gute Jagd. Die Saison beginnt ja jetzt langsam wieder. Ja, und nicht vergessen, nach dem Cachen ist vor dem Cachen.